Hallo und willkommen zurück bei Spiel mit Packy zu einer weiteren Folge von Transport Fever. Wir spielen die amerikanische Kampagne Mission Nummer 6. So, und wir gehen auch gleich ins Geschehen rein. Wir haben wieder unser Missionsfenster zu Beginn des Ladens der Map. Und ja, wir sehen jetzt gerade, dass wir ein weiteres Ölfeld gleich aufgebraucht haben. Das wäre das hier. Das wäre das ganz hinten. Okay, sehr schön. Wie viel haben wir denn hier noch an Lager? Das sind noch die 87. Und hier wäre es also 0. Das wäre aufgebraucht. Dann gehen wir doch noch andere kurz anschauen. Der ist auch leer. Hier hinten hätten wir noch einen. Schwarze Gold. Jawohl. Sehr nett von den Dinosauriern, dass sie die Güte hatten. Ja, das erzählt er uns ja jedes Mal. Wollen wir mit der Förderung beginnen? Dann haben wir hier noch 4 andere. So. Das wäre eigentlich nur der hier. Der wäre nur 500. Aber meine... Welchen Zug würde man denn hier nehmen? Nicht ein Zug. Hier könnte man eigentlich ja diese Trucks nehmen. Das wäre eigentlich hier fast am sinnvollsten. Hier gibt es wieder mal Stau bis zum Abwinken. Okay. Und was wir hier ja auch noch schön haben ist... Nein, haben wir eben nicht. Die Verbindung nach hier läuft noch nicht so gut. Genau. Ich glaube... Und jetzt seht mal einer an. Okay. Also die Bohrinsel arbeitet hier tatsächlich, obwohl man da überhaupt nichts gesehen hat, was da kommt. Die Bohrinsel, die arbeitet und zwar unerschöpflich. Gut, ist ja auch egal. Wir machen nun unsere Linie, unsere Zuglinie hier. Und zwar... Gehen wir vom Beaumont, den lassen wir hier doch noch einen Bahnhof einsetzen. Und zwar nehmen wir hier, muss nicht, weiß ich wie gut sein, aber ja, das könnte eigentlich reichen so. Und dann machen wir hier die Verbindung, gucken wir doch mal noch schnell, wo was zu finden ist. Und dann nehmen wir die Verbindung ein bisschen anders entgegen. Ja. Oder wir könnten den auch gleich hier hinten setzen. Wäre auch eine Option. Nein, das passt mir da nicht so gut. Da passt mir das Ganze wesentlich besser. Dann verbinden wir noch das Ganze. Und zwar... Oh, Krümmung zu groß. Wie? Das ist jetzt... Gut, machen wir es halt so. Dann nehmen wir den wieder aus dem Spiel. Machen hier eine andere. Oh. Gut. Dann müssen wir noch die Schienen verlegen. Ja, ja, wir nehmen die Hochgeschwindigkeitsteile hier. Und dann gehen wir auch gleich hier rein. Und hier vorne gehen wir dann wieder raus und verbinden den mit dem hier. Der ist auch doppelspurig. Perfekt. Okay, jetzt gucken wir da mal, was wir da Schönes machen können. Er greift nicht so ganz durch. Ich möchte da ungern dann eine Brücke kreieren. Ah, nee, es passt. Es passt hier. Hier entlang. Oh, 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 oh. Oh nein. Nee, das, nein, 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 nein. Das machen wir, glaube ich, nicht so. Die Frage ist tatsächlich, wie wir jetzt... etwas Gutes hier hinkriegen.
Boah, teuer, 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 aber geht wohl nicht anders. Hier ist der Bau dann nicht möglich. Okay, warum ist der Bau nicht möglich? Wegen unserer schönen Straße hier. Oder, ja, schön ist ein bisschen drüben hier. Kann man nicht? Doch, kann man. Jawohl, kann man das. Das gibt Reklamationen. Ja, ist mir absolut klar. Muss jetzt aber leider so sein. Jetzt gucken wir mal, wie viel uns das kosten würde. Ah, da müssen wir eine Weiche machen. Da müssen wir eine Weiche machen. Machen wir das so. Jetzt verbinde ich zuerst die Straße, dann hört das Gejammer hier natürlich noch auf. Da gehen wir doch gleich rüber. Dem hier. Nee, das geht so nicht. Wir machen das hier so. Und hier nehmen wir diese Straße noch. So. Dann, genau, da haben wir kurz eingleisig. Dann können wir da auch wieder auf zwei Gleise da wechseln. Und gehen dann hier den Bahnhof dann rein. So. So, also dann hätten wir ja eigentlich mal eine komplette Verbindung von New Orleans. Jackson ist jetzt noch nicht angeschlossen, aber es ist jetzt nicht so schlimm. Von New Orleans zu Lake Charles, Beaumont nach Houston. Sehr gut. Okay. Jetzt, wenn ich gerade hier bin, haben wir noch 12 Stück am Lager. Das würde den hier betreffen. Und der senden wir dann wahrscheinlich gerade ins Lager. Oder zumindest mal ins Depot. Das macht sicherlich mal Sinn. Einfach mal ins Depot senden. Da. Weil, wie viel sind denn hier eigentlich im Gange? Hier ist nur einer am Fahren. Gut, ich könnte eigentlich den hier auch auf diese Linie setzen hier. Wärst du eigentlich? Wäre das möglich? Ja, das wäre möglich. Hier ist nur einer zugange. Und ein bisschen haben wir da ja auch noch. Sonst haben wir keinen Rohöllieferant mehr. Da müssen wir eben da wieder etwas aufbauen. Aber jetzt gucken wir da mal schnell, ob wir da auch schon Züge irgendwo im Einsatz haben. Hier haben wir keine Züge im Einsatz. Die Linie, die besteht hier. Aha, die besteht hier. Die könnte man jetzt ausreifen. Also das wäre jetzt diese Linie hier. Lake Charles, du bist noch nicht fertig hier. Du gehst eine Runde weiter. Und zwar gehst du noch nach hier. Dann gehst du hier hinein. Dasselbe wieder zurück. Hier noch. Und dann schlussendlich wieder New Orleans. Aber du heißt hier nicht New Orleans Lake Charles, sondern machen wir dich folgendermaßen. Wir nennen dich New Orleans nach Houston. Genau, das machen wir. Hier noch los. Aha, da sind sich noch zwei Züge nicht einig. Das heißt, der müsste hier rein. Mal kurz gucken. Aha, ach so ist das. Ach so ist das. Gut, da könnte man eigentlich, gut, noch kurz reagieren, indem man hier eine Weiche macht. Dann müsste, ja, jetzt hat er es auch schon kapiert. Sehr gut. Big Boy, die brauchen wir wahrscheinlich nicht, für das haben wir einfach kein Geld. Gut, dann haben wir das ja schon gelöst hier. Perfekt. Hier ist weiterhin noch Stau angesagt. Und was wir jetzt hier noch machen, ist, wir nehmen die Busverbindung aus dem Spiel und werden ein paar Busse hierhin senden.
So. Das heißt, wir werden die Routen abändern. Und zwar, hier muss ich auch noch die Straße verbinden, oder möchte ich gerne die Straße verbinden, dass wir hier wieder zurückkommen. Denn ich möchte gerne eigentlich den hier belassen, den und den da natürlich auch, aber das hier, dass sie hier weitergehen und diese Linie ändern. Jetzt haben wir da natürlich sehr viele Fahrzeuge. Und darum würde ich da gerne 1, 2, 3, 4, 5, 6 Stück möchte ich da gerne mal ins Lager oder beziehungsweise ins Depot senden. Nicht ins Lager, aber ins Depot senden. Und diese dann eigentlich nachher wieder einsetzen. Für die Linie in Bergamon. So. Was ich jetzt machen möchte, ist diese Linie ändern. Und zwar mache ich jetzt mal kurz Pause da. Ich lösche die Linie. Das wäre, glaube ich, alles. Alle Stationen löschen, ja. So, und jetzt nehme ich hier den, da, da, nach hier, hier und dann bitte wieder zurück. Du bist eine Linie. Okay, du wendest hier. Naja, von mir aus. Du bist eine Linie, die lassen wir laufen. Eine weitere Linie. Also warte mal jetzt noch kurz. Die Linie umbenehmen, das habe ich jetzt wieder nicht gemacht. So, du bist Houston. Bus Houston. Bus Houston. Und dann haben wir hier noch die neue Linie. Das wäre dann Bus Beaumont. Ich glaube, so ist es richtig geschrieben. Bin jetzt mir nicht sicher. Beaumont, yes. Gut, und hier machen wir Folgendes. Wir haben hier eine Linie, eine Haltestelle. Ich hoffe jetzt mal, dass wir den größten Teil haben. Auch die richtige Richtung eingeschlagen haben. Ja, das haben wir. Diese lassen wir laufen. Und wir haben ja... Oh. Also nein, das muss ich jetzt anders lösen. Und zwar... ich möchte gerne die Depots anzeigen lassen. Das ist die Fahrzeugliste. Hier wären die Depots hereinkommend. Ah. Achso, nein. Nochmals anders. Hier habe ich meine Fahrzeuge. Das wollte ich nämlich auch. Dann kann ich euch wieder auf die Linie Beaumont senden. Vielleicht habe ich Glück und... ein paar sind schon dort in der Nähe. Vielleicht habe ich jetzt aber auch gerade die falschen genommen. Jetzt müssten eigentlich alle wieder unterwegs sein. Yes. Ist so, wir lassen wieder laufen. Dann könnt ihr da eigentlich gerade auf eure neue Linie zugehen. Hier haben wir weniger Verkehr. Ich hoffe es mal zumindest. Und was wir nun machen werden, ist natürlich einen Zug kaufen, der hier... ja, da müssten eigentlich schon fast... mehrere drauf. 3, 4. Und was auch noch passiert werden muss, sind die Signale. Signale haben wir hier natürlich mal noch keine gesetzt. Dass sie sicher auch genügend auf die Strecke können. Hier haben wir Signale schon gesetzt. Hier auch. Und hier könnte man im Notfall noch eines setzen und dann kommt ihr da ja hinein, dann müsst ihr es erreichen von den Signalen her. Jetzt gucken wir mal, ob es überhaupt möglich ist, einen einigermaßen anständigen Zug zu kaufen oder besser gesagt einen preiswerten Zug, den man sich ebenfalls leisten kann. Das wäre die Atlantik, die kann zwar nicht so viel nehmen, die fährt nur 80. Die ist mir schlichtweg zu teuer und die Big Boy sowieso, also der auch. Den hier nehmen,
kann zwar einiges an Wagen mitziehen, aber der ist schneller unterwegs. Komm, wir nehmen der hier. Dann nehmen wir Passagiere. Da haben wir jetzt eben leider die teuren Wagen. Aber das macht eigentlich gar nichts. Doch, es macht sehr wohl was. Denn das Problem liegt hier im Gewicht. Das Problem liegt im Gewicht. Du hast eine Möglichkeit von wie viel? Leistung von 952 PS und 100 kN. Und dieser Wagen hat 45 Tonnen. Wow. Okay. Wenn man hier okay, ich muss leider mal 3 nehmen. Ich würde gerne eben 4 nehmen. Von dem her warten wir da noch kurz, bis ja, jetzt können wir einen kaufen. Fertig. Die schicken wir auch gleich auf die Reise. Dann hätten wir mal den ersten hier. Und zwar, der hier ist, glaube ich, jetzt im Einsatz, aber ein anderer fährt jetzt leer rum. Ist immer noch 12. Produziert denn der noch? Nein. Erhaltet aber noch sehr viel Arbeit, damit sich die Industrie vergrößert. Warum vergrößert? Der muss sich doch gar nicht vergrößern, der ist ja fertig. Du wärst ja San Antonio. Hier, leer. Da kommt nichts mehr. Gut, also dann kommst du noch mit dem letzten und dann lassen wir dich eigentlich hier sein. 13, doch, der produziert weiterhin fleißig hier. Der ist bei 0. Der produziert weiterhin seine 20, okay. Weil der rendiert jetzt überhaupt nicht, aber den lassen wir jetzt mal, ich nehme den mal jetzt hier in den Bildschirm rein, den lassen wir jetzt mal hier ziehen. Jetzt haben wir noch etwas anderes, was nicht so gut ist. Und zwar, hier warten sie natürlich auf, ja, da wird nicht mehr viel produziert, weil da nicht viel reinkommt. Da müsste man ja dann eigentlich schon fast wieder Wagen zurücknehmen. Okay, jetzt müssen wir anfangen zu kompensieren. Die Linien hier. Ich nehme da jetzt einfach mal solche. Oh nein, der hat gerade etwas. Du gehst ins Depot, du wirst verkauft. Du fährst mit irgendwelchen Dingern rum. Du gehst auch ins Depot, wirst verkauft. Du wirst gerade auch verkauft. Ja. Gewisse, jetzt haben wir natürlich einfach zu viel hier. Und, oh, die haben alle. Oh, sehr schön. Aber es haben sicher nicht alle etwas dabei. Ja, der zum Beispiel gar nicht. Der auch nicht. Du gehst alle ins Depot. Wir brauchen ein bisschen Kohle da. Du gehst auch ins Depot. Und du bist schon unterwegs. Bei dir ist alles okay. Haben alle ein bisschen was dabei, okay? Nein. Ja, hier, du gehst auch noch ins Depot. So, dann haben wir hier alles gut. Hier, du kannst auch noch ins Depot. Und vielleicht kannst du auch. Nein, du hast etwas dabei. Auch was dabei. Du auch. Du auch. Alle was dabei. Okay, ui. Nein, du nicht und darum gehst du auch gleich ins Depot. So, und der Rest bleibt bestehend. Sehr gut. Und dann haben wir hier viele, die wahrscheinlich mit 0 rumfahren. Yes, darum gehen alle diese auch zurück ins Depot. Ich habe ich. Nein, die habe ich noch nicht. Jetzt aber.
Du gehst noch ins Depot zurück, die anderen bleiben. Du hast etwas dabei, du könntest auch zurück ins Depot gehen. Und was bist du noch für einer? Du hast etwas dabei, du hast auch was dabei. Du gehst noch ins Depot. Hab ich dich schon? Fährt ins Depot, bist du gut. Du kannst auch noch ins Depot. So. So, ich glaube, jetzt passt es mal so weit. Und es wird ja auch gleich dann verkauft dort. Sehr gut. Also, was wir noch benötigen, ist eine Verbindung. Ich weiß gar nicht, ob wir das hier haben. Eine Verbindung von hier. Der liefert hier Öl. Ja, der kommt hier mit Öl ran. Muss das Öl hier zurückbringen. Jetzt ist meine Frage, ist das der hier? Nein, das ist nicht der hier. Bist du das? Nee, du hast gerade abgeliefert. Das ist schon du sein eigentlich, oder? Zug, Treibstoff. Du lieferst Treibstoff. Doch, das müsste schon du sein. Du müsstest eigentlich dann mitnehmen. Ja, das müsste eigentlich dann funktionieren. Wenn hier dann Öl ist, nimmst du das Öl schön brav mit dir. Gut. Und hier, ja, gibt es leider nicht sehr viel. Okay. So, wie sieht es denn hier so aus? Was haben wir denn da? Hier haben wir 15 an Bord. Ist nicht gerade die Masse hier. Hier haben wir 5. Hier logischerweise nicht wirklich viel. Genau. aber hier, ja genau. Da müssen wir noch ein Depot hinstellen. Denn ich muss ein bisschen mehr an Geld kommen. Und besser an Geld zu kommen als über die Leute geht es eigentlich gar nicht. Von dem her machen wir das auch so. Wir machen hier etwas ganz Einfaches einfach. Nehmen wir hier ein paar Stationen. Nehme immer zwei, weil ich nie weiß, auf welche Seite dann wir gehen könnten. Ja, dann bitte hier wieder zurück. Ja, wir könnten hier noch, haben wir sicher genügend Haltestellen. So, von hier noch da. Oh, Kollege, du kannst eigentlich zurückgehen und dich verkaufen wir. Zurück ins Depot. Geht leider nicht. Dann wendest du einfach. Am einfachsten. Was bist du? Warum hast du? Ist ja egal. So, hier gibt es Steigung zu. Gut. Hinten durch. Ah. Klappt auch nicht. Da muss ich ausarbeiten. Zwei Häuser. Steigung zu groß. Hier unten durch. Das geht natürlich wieder. Machen wir es halt so. Und dann lassen wir hier eine Linie durchziehen. Zwar von hier, da, nach hier, dann da lang, gehst du noch dort und dann wieder zurück. Du bist die Linie. Würde ich mal kurz löschen. Wie heißt die denn hier? Lake Charles, genau. Bus Lake Charles. So. Machen wir da etwa. Super gemacht. Den wollte ich natürlich nicht wegklicken. Den brauche ich eigentlich dann. Er geht, sobald er dort ist, ins Lager, beziehungsweise wird dann verkauft. Ich könnte eigentlich den gleich den hier hinten anschließen oder eben der hier wäre eine Option. Das brauche ich aber ein bisschen mehr Kohle dann. Und das möchte ich jetzt eben über den Personenverkehr einholen. Gut, kaufen wir da mal. Solche Wagen. Und dann nehmen wir hier Lake Charles. So, dich verkaufen wir. So, dann haben wir hier 5 Stück. Wir könnten das zwei weitere nehmen. Dann wäre das hier mal so weit erledigt. Hier hinten haben wir natürlich noch nichts. Dasselbe auch noch hier hinten natürlich.
Das machen wir noch, bevor unsere Zeit dann auch schon wieder vorbei ist. Und zwar gleich hier in die Kreuzung rein. Machen wir hier noch Verbindungen. Haben wir eigentlich sehr gute hier. Denke ich mal. Wir nehmen hier. Der hier müsste... Bin ich gerade nicht sicher, ob... Doch, der ist überall mit dem Bahnhof verbunden. Okay, da sonst wäre es ein bisschen... Naja, nicht so gut gewesen. Dann machen wir hier... Nein, wir gehen hier oben durch. Dann hier noch. Ja, kommst du da nicht? Und hier noch. Da. Und dann noch hier. Der erste geht, der zweite will nicht immer so. Okay, gut. Dann machen wir hier noch eine Verbindung natürlich, sonst klappt das nicht. Sehr gut. Und Linie. Und zwar bist du die Linie von New Orleans, ja klar. Bus New Orleans. Ist das richtig geschrieben? Yes. Gut, so. Nach hier, da, 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 dort und dann wieder zurück. Gut. Und hier ebenfalls kaufen wir uns... Ja, wird wahrscheinlich schon reichen in etwa. Ja, alles ausgefüllt, aber wow. Okay. Okay. Gut, dann passt das so. Und hier ist ja auch eine Menge angekommen. Super Sache. Hier 64. Okay, das läuft hier auch. Dann machen wir jetzt das Ganze eben mit dem Personenverkehr. Und wir sehen jetzt hier auch Houston und Dallas. Wie das ansteigt. Intern ist nicht so viel los, ist aber auch nicht so schlimm. Und ja, wir haben noch 10 Jahre, hätten wir da Zeit. Wir müssen unbedingt danach die nächsten Bohrteiler hier anfassen, denn hier haben wir noch 600 und wir müssen ja mindestens 5000 haben. Und hier wäre noch vorhanden. Wo ist denn der? Keine Ahnung, wo der jetzt ist. Könnte der oben sein? Ja. Also wir haben sicherlich nochmals einen freigeschaltet. Die Frage ist nur, welchen? Oder vielleicht, weil der immer noch läuft? Nee, der läuft eigentlich nicht. Der ist ja leer. So, 1, 2, 3 sind leer. Und dann können wir den nächsten hier hinten dann anzapfen. Und dann hätten wir noch diese 4. Aber das machen wir dann in der nächsten Folge, dass wir uns dann wieder mehr ums Öl kümmern. Wir gucken jetzt mal, dass wir noch schnell mehr an Geld gewinnen. Dann können wir hier noch einen zweiten, eventuell einen dritten Zug auf diese Linie setzen. Und sobald wir das haben, gehen wir dann nochmals eben in diese Ölfelder, dass wir das hier, das Ziel, erreichen. Gut, dann würde ich sagen, machen wir hier wieder eine Pause. Ich bedanke mich fürs Zusehen und ich hoffe, ihr seid auch beim nächsten Mal wieder mit dabei. Ich sage bye bye.